Herzlich willkommen zu Nachgefragt. Es wird immer extremer, das Wetter. 50 Grad in den USA und Kanada, ganze Städte brennen dort nieder. Gleichzeitig auch Hitze in Schweden und in Deutschland. Da stehen derweil ganze Städte unter Wasser. Es sind bereits Tote zu beklagen. Ja, darüber spreche ich jetzt mit dem Meteorologen und Klimaforscher Professor Mujib Latif. Herzlich willkommen. Danke. Herr Latif, das sind ja dramatische Szenen, die uns da aus dem Westen Deutschlands erreichen. Wie ich gesagt hatte, ganze Städte unter Wasser, Hochwasser. Können Sie erklären, warum die Wetterlage dort derzeit so extrem ist? Ja, das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite ist es ja auch bei uns in Deutschland wärmer geworden und eine wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Wir sprechen von latenter Energie, also versteckter Energie. Und bei entsprechender Wetterlage kann dann eben mehr Regen runterkommen. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, dass dieses Tiefdruckgebiet sich einfach nicht bewegen will und ortsfest ist. Und dann kommen sozusagen praktisch an gleicher Stelle immer diese Regengüsse runter. Und dann ist irgendwann Ende und dann läuft alles über. Also der Boden kann das gar nicht mehr aufnehmen, daher jetzt auch diese dramatisch hohen Pegelstände und das schnell fließende Wasser. Leben wir da gerade mitten im Klimawandel? Sind das die Anfänge oder sind wir mittendrin? Na, wir sind mittendrin. Das ist ja nicht das erste Mal, dass dies passiert. Ich erinnere mich noch vor einigen Jahren in Braunsbach, ähnliche Bilder. Aber jetzt ist es noch dramatischer, noch großflächiger. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Das war uns schon immer klar, weil es eigentlich einen ganz einfachen physikalischen Zusammenhang gibt zwischen Energie in der Atmosphäre und Temperatur der Luft. Und dieser Zusammenhang, der ist exponentiell. Das heißt also, wenn die Temperatur steigt, ja, dann steigt eben der Energiehalt der Atmosphäre überproportional stark an. Und das sehen wir gerade bei den extremsten Niederschlägen, weil die verstärken sich nochmal ganz besonders. Was sagen denn Ihre Klimamodelle da? Womit müssen wir auch zum Beispiel hier im Norden in Hamburg rechnen? Kommt sowas jetzt in jedem Jahr oder wie oft könnte uns sowas hier drohen? Also es ist ganz unterschiedlich. Das Wetter bleibt ja chaotisch. Das heißt, wir können nicht vorhersagen, in welchem Jahr das eine oder das andere kommt. Also auf der einen Seite Starkniederschläge, da muss man überall in Deutschland mit rechnen, auch bei uns im Norden, auch hier in Hamburg. Und wir haben es ja auch schon erlebt. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie ein neues Phänomen wäre. Und auf der anderen Seite dann eben auch diese Hitzewellen mit diesen extremen Temperaturen. Ich möchte noch mal daran erinnern, letztes Jahr oder vorletztes Jahr 2019 hatten wir einen neuen Allzeitrekord mit 41,2 Grad. Also was für ein Wahnsinn. Hier in Deutschland, genau. In Westdeutschland war das gewesen. Und insofern ist der Klimawandel schon längst auch bei uns in Deutschland angekommen. Und Sie haben es ja eben schon angedeutet, die Klimawissenschaft weist seit vielen Jahren darauf hin, seit gut 30 Jahren. So lange sind Sie auch mittlerweile in der Forschung im Geschäft tätig. Jetzt hat die EU gestern Ihren Green Deal oder die EU-Kommission Ihren Plan vorgestellt. Da sind ja einige Maßnahmen drin. Verbrennungsmotoren soll es ab 2035 nicht mehr geben. Klimaneutralität will die EU bis 2050. Wie bewerten Sie dieses Paket, das da jetzt vorgestellt worden ist? Ja, im Prinzip ist die Idee des Green Deals eine sehr gute, die kann ich nur unterstützen. Auch, dass die EU bis 2050 klimaneutral werden will und auch die Vorschläge, die jetzt gestern vorgestellt wurden von der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sind durchaus in Ordnung. Sie haben den Verbrennungsmotor angesprochen. Das ist wirklich höchste Zeit, dass es hier ein Enddatum gibt. Dann ganz wichtig, glaube ich, für die Menschen, die uns jetzt auch zuschauen, die soziale Komponente. Also das kann natürlich nicht so sein, dass sich nur noch reiche Leute bestimmte Dinge leisten können, sondern Klimaschutz muss für alle bezahlbar bleiben und die, die vielleicht nicht so viel Geld haben, die müssen dann auch unterstützt werden. Und das Dritte ist eben, dass wir nicht überflutet werden mit irgendwelchen Billigprodukten, zum Beispiel aus China, ja, die nicht nachhaltig erzeugt werden und dann letzten Endes unsere Industrie verdrängen. Und deswegen ist auch so ein Mechanismus vorgesehen, dass man dann zum Beispiel Zölle erhebt, damit diese billigen Produkte dann auch teurer werden und dann nicht einen Wettbewerbsvorteil haben. Ich hörte da am Anfang aber so ein leises Aber raus. Also da sind 27 Länder beteiligt, die das eigentlich alle auch im Prinzip noch ratifizieren müssen. Und dieser Verhandlungszeitraum ist jetzt schon mal grob auf 2 Jahre angesetzt. Können wir uns das leisten?
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir ohnehin schon viel zu spät. Sie haben es ja gesagt, der erste Bericht des Weltklimarats ist 1990 erschienen. Und seit da wissen wir eigentlich, was Sache ist. Das heißt, wir haben schon seit Jahrzehnten kein Erkenntnisproblem mehr, sondern ein Umsetzungsproblem. Und deswegen kommt das jetzt zwar spät, hoffentlich nicht zu spät, aber das Eigentliche, was wir ja in der Vergangenheit gesehen haben, in der EU wird dann am Ende immer alles verwässert. Ja, weil es herrscht Einstimmigkeit. Und Länder wie Polen, Ungarn und so weiter, ja, die sind nicht immer sehr kooperativ, wenn man das mal so vorsichtig formulieren darf. Und deswegen fürchte ich einfach, dass das, was gestern vorgestellt worden ist, am Ende doch nicht passiert. Mhm. Vielleicht können Sie noch mal sagen, was das Grundproblem ist. Also wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Und vor allen Dingen geht es ja um das CO2. Warum reicht das nicht, wenn wir jetzt einfach ein bisschen weniger einsparen? Ja, wir haben es ja gesehen, jetzt zum Beispiel letztes Jahr, als viele Länder im Lockdown gewesen sind, auch Deutschland, trotzdem ist der Gehalt an CO2 gestiegen. Wir hatten den größten Rückgang beim Ausstoß von CO2 seit Ende des Zweiten Weltkrieges, ein Rückgang um 8%, und trotzdem ist der Gehalt an CO2, also das, was drin ist, weiter gestiegen. Und das zählt ja letzten Endes für die globale Erwärmung. Und das kann man sich auch ganz einfach erklären, warum das so ist, weil das CO2, das wir ausstoßen, das bleibt in der Luft für eine Ewigkeit. Und wenn wir jetzt ein Jahr irgendwie 8% weniger ausstoßen, dann kommt der Rest ja trotzdem obendrauf, und deswegen steigt der Gehalt, und es zeigt einfach, vor welcher Herausforderung wir eigentlich stehen. Und ab jetzt müssten wir eigentlich jedes Jahr der weltweite Ausstoß, sagen wir mal so, um 5% sinken, damit wir dann wirklich 2050 kohlenstoffneutral sind. Also eine riesige Aufgabe. Kommen wir doch noch mal direkt nach Deutschland zurück. Da musste ja sogar das Verfassungsgericht einschreiten. Es muss ein neues Klimaschutzgesetz geben. Das ist auch vorgestellt worden. Wie bewerten Sie das? Wird das ausreichen? Ja, also ich wäre schon zufrieden, wenn das gelingen würde, was in dem Klimaschutzgesetz steht. 65% Reduktion jetzt bis 2030. Vorher waren es 55%, aber die EU hat ja nachgezogen. Deswegen musste Deutschland ohnehin jetzt nochmal seine Ziele höher setzen. Und es wäre schön gewesen, und das hat auch das Umweltbundesamt gesagt, wenn 70% gewesen wären. Aber wie gesagt, alleine die 65%, wenn wir die schaffen, ist er bis 2030 auch nicht mehr so lange. Hört sich zwar lange an, aber ist eigentlich nicht mehr so lange. Das wäre schon sensationell. Und wenn dann noch andere Länder mitmachen, das ist das Entscheidende. Ja, es nutzt ja nichts, wenn nur Deutschland das macht. Es ist wichtig, wenn Deutschland was macht. Aber die anderen Länder müssen natürlich mitmachen, insbesondere China und dann auch die USA. Aus den USA kommen ja zumindest positive Signale. Das ist ja auch immer die... Das sind ja auch die Argumente, die man so hört. Darf ich jetzt nicht mal alle 2 Jahre mal eben nach Mallorca in den Urlaub fliegen? Denn eigentlich sollen ja alle mitmachen, aber solange die Großen mitmachen, kommen wir auch nicht viel weiter. Ist es so, dass ich sage, nicht mehr in den Urlaub fliegen darf? Oder auf wen oder was, auf welchen Industriezweig kommt es eigentlich an? Naja, ob man es darf oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, es geht auch so ein bisschen um Glaubwürdigkeit. Also wenn wir mal den CO2-Ausstoß eines Deutschen vergleichen mit dem eines Inders. Wir in Deutschland liegen so im pro Kopf pro Jahr bei ungefähr 9 Tonnen. Mhm. Jeder von uns, Sie, ich, entlassen 9 Tonnen CO2 pro Jahr. In Indien sind es gerade mal 2. Ja, es hat jetzt, ist auch eine Frage der Gerechtigkeit in gewisser Weise. Und deswegen muss jeder für sich selbst entscheiden, wollen wir jetzt, dass die Inder auch 9 ausstoßen, oder wollen wir nicht doch lieber selbst versuchen, mit unserem Ausstoß runterzukommen? Weil letzten Endes müssen alle mitmachen, auch wir Deutschen. Wir können einfach nicht auf dem Niveau bleiben, auf dem wir sind. Und das wird wahrscheinlich nicht ohne Verbote geben. Letztendlich sagen Sie aber, wir haben auch schon ein Kommunikationsproblem, wenn wir immer nur über Verbote sprechen. Ja, genau. Wir müssen ja mal sehen, was wir gewinnen. Ja, also ich bin jetzt mit dem Fahrrad gekommen, hätte natürlich auch ein Taxi nehmen können oder mit dem Auto fahren. Aber warum soll ich es tun? Ich meine, es gibt auch die sogenannten Co-Benefits. Das heißt also, jeder Arzt, jede Ärztin wird Ihnen ja sagen, es ist gut, wenn du mit dem Fahrrad fährst. Ne? Also dann tut man auch was für seinen Körper. Aber ich glaube, das Wichtigste bei dem Ganzen ist, dass wir unseren Wohlstand sichern. Weil die Entwicklung ist völlig klar, die neuen Technologien, das zeichnet sich schon am Horizont ab. Und wer da nicht vorne dabei ist, der verliert einfach seinen Wohlstand. Ja? Also ich habe gestern, glaube ich, irgendwo gelesen, Kohle ist das neue Festnetz. Mhm. Ja? Oder ich habe mal den Ausdruck geprägt,
Ich möchte nicht, dass die deutsche Automobilindustrie zum Nokia der Automobilwirtschaft wird. Ja, also wir müssen einfach sehen, dass wir nicht stehen bleiben, sondern dass wir uns den neuen Technologien hinwenden. Und da werden auch die Kapitalströme reingehen. Das war doch ein schönes Schlusswort. Also sich dem Positiven zuwenden, schauen, dass man aus dieser Klimakatastrophe doch noch einen positiven Wandel zieht. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio, Herr Latif. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich für Ihr Interesse.